Willkommen zurück zu Hyrule Warriors! Yay! Wir haben noch zwei Ecken der Karte freizuschalten. Jetzt kriegen wir erstmal ganz viele Kompass, obwohl wir schon vier haben. Ja. Ja, dann schauen wir doch erstmal hier. Besiege alle Feinde. Ohne dass wir uns heilen dürfen. Auf jeden Fall mit Lang, von daher wird es eine sehr einfache Mission. Ja. Kannst du dir eine schöne Waffe aussuchen. Ja. Zuerst kann ich mir Twilight Princess Lang aussuchen. Kein Postbote? Ja, kein Postbote heute. Oh. Und dann nehme ich die Handschuhe. Weil warum Handschuhe, nicht? Ja, warum nicht, genau. Wir haben auf jeden Fall gute 5 Handschuhe, da könntest du noch irgendwann mal legendär freischalten. Ja, nehmen wir auch die. Schon okay. War noch andere mit 5 Sternen, aber. Inzwischen sind alle unsere Charaktere auf einem Mindestlevel von 60 übrigens angelangt. Also unser Team wird immer stärker. Ich nehme zwischendurch mal wieder Volga. Ich habe gerade Lust, Volga zu spielen. Ja, warum nicht? Hier haben wir noch die Freischaltwaffe immer noch. Ja, schalten wir erstmal die Waffe frei. Ja, sie hat immerhin schon Bogen plus drin. Und wir kämpfen im Wassertempel. Ja. Und es ist momentan überhaupt nichts los hier. Ja. Dun, 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 besiege alle Feinde. Ja, ne? Ich glaube, die Krafthandschuhe sind nicht unbedingt die besten. Da ist ein einzelner Bockblend. Sind nicht unbedingt die besten, um Bosse anzugreifen. Aber ich glaube, das passt schon. Ja. Er schreit. Ja, Volga-Kombo. Dieser einzelne Bocken verwirrt mich. Jetzt habe ich ihn getötet. Ja. Ich glaube, ich bin schon Level 189. Ja, ich spiele nebenbei den Story-Modus auf Hell-Schwierigkeit durch. Das bringt viele Level. Ja. Weil inzwischen ist Link ja stark genug, das einfach mal so zu tun zu können. Ja. Auch alleine. Ja gut, das habe ich in der Regel bei mir zu Hause, nachdem ich das erste Mal das Spiel durch hatte, mit, weiß nicht, Level 40, 50 Charakteren auch gemacht. Es war nicht ganz einfach, es hat eine ganze Weile gedauert, Gegner zu töten, aber es dauert Ewigkeiten. Es geht schon. Jetzt kannst du mit Lang genauso wie durch normale Gegner auch mit einem Schlag durchmähen, was sehr nützlich ist. Ja. Goldschweiß. Bombst, halt die, bombst du? Ja, ich hab die beiden Dinger schon gebombt. Sehr, sehr schön. Den Goldschweiß hier muss ich unbedingt teleportieren, Mistviech. Um das anzugreifen? Da vorne hat jemand gerade das anzugreifen, hab ich genau gesehen. Finisher! Das sind inzwischen sogar 4. Ja, es sind 4. 2 Goldschweißer und 2 normale. Achtung, Säule. Powerbogen. Moment. Powerbogen. Pssiu. Finisher. Den absoluten Finisher da drauf zu setzen. Komm, wieder her. Verdammter Nachtschwärmer. Okay, Goldschweiß ist tot. Vorsicht, ist einer hinter dir, aber der wird irgendwie seine Leiste nicht rausholen. Also greifen wir Stück normal an. Wir sind stark genug in dieser Mission, dass wir das auch so schaffen können. Oh, komm her. Sturm, danke. Und rücke zur letzten Festung vor. Bis jetzt ist es ein einfaches Gemetzel hier. Ja. Bum, badum. Na, wieder dieser typische Weg einmal quer hier durch die Festung durch. Ja. Durch den halben Wassertempel, um dann zum letzten Kampf hinzukommen. Ja, ist halt Wassertempel, ne? Er besteht aus Umwegen. Absichtlich umständlich. Ja. Er muss ja auch mal sein. Ist ja nicht so, als hätte dieses Spiel sonst keine Karten, wo man umständlich durch die Gegend läuft oder so. Außer allen. Und es ist Pal Oma. Wo ist denn Pal Oma? Da ist Pal Oma. Gerade mit Pfeil und Bogen auf diese Statue geschossen, das wollte ich gar nicht. Es funktioniert leider nur in anderen Zelda-Spielen. Ist noch ein anderes Auge, auch kaputt. Okay, wo sind denn die. Ah, Gegner, das ist plötzlich Finisher. Da ist ein Gegner einfach mit kaputter Schwachpunktleiste in mich reingeflogen. Ja, ich habe eine Spezialattacke eingesetzt, weil Pyroma eine große Attacke eingesetzt hat und ich nicht hätte ausweichen können. Spezialattacke! Huck! Wieder rüber mit der Pyroma. Oh, ne, also dafür, dass es Goldschweiß ist, enthalten sie nicht gerade viel aus. Ja. Boom. Und Finisher! Drachenattacke! Und Finisher auf Pyroma und Pyromas tut. Ich wünschte, meine Finisher würden so viel Schaden machen wie deine. Machen wir erstmal eine Drachenattacke zwischendurch. Werd mal Level 189, dann machen deine Angriffe auch Schaden. Ja, wohl wahr. Stirb einfach, Gito. Ja, ich bin irgendwie zweimal von dem eingefroren worden, weil ich mir gedacht habe, mit dem nächsten Angriff ist er bestimmt tot. Ja, das Problem kenne ich. Du willst einen Gipto noch mit einem Schlag mal eben töten, dann muss er seine Attacke gar nicht mehr durchziehen. Und genau diese eine Attacke fehlt dir dann nachher. Naja. Das Übliche. Außerdem haben wir einen Arang erreicht. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, also, das war so unglaublich schwer. Ich habe ein ganzes Viertel Herz Schaden genommen. Ne, ich habe in einer von Romas Attacken drin gestanden, von da habe ich irgendwie ein Viertel Herz Schaden genommen. Aber schäm dich. Ja. Lada. Ich war ja schon Frechheit. Twilight Princess Link. Yeah, er kriegt seine Belohnung. Ja. Ja, passend zu der Kugel, die er durch die Gegend schleppt. Also, nicht die Kugel, aber allgemein zu der Kugelwaffe.
Ey, die Mission war fast so langweilig wie das Spiel, zu dem dieses Kostüm hier gehört. Ja, boah. Aber auch nur fast. Und wir haben wie viele Sekunden gebraucht? Pling. Oh, wir haben sogar 3 Minuten 17 gebraucht. Ja, aber auch nur, weil der Weg so lang war. Das stimmt. Oh, eine Robe, soweit so gut. Ja, und Flammengetrosche. Und Ladevorgang. Jetzt können wir wieder Kompasse verschwenden, wenn wir wollen, weil da gibt's jetzt ganz viel umsonst. Ja, nur dass wir hier nicht mal irgendwas suchen müssen. Aber es gibt Cthulhas und wir brauchen auf jeden Fall Sia. Und wir brauchen eins unserer beiden Flößchen. Ja, yay, Floß. Ein neuer Kartenabschnitt wurde freigeschaltet. Schließlich wollen wir die nicht absichtlich zweimal machen, um überhaupt das da oben freizuschalten. Wohl wahr. Ja. Funken des Stolzes. Nicht begrenzt auf Sia, aber ich gehe mal davon aus, dass du Sia spielen wirst. Ja, ich möchte immer Sia spielen. Würde Sinn machen. Ja, spielen wir doch. Wie wär's damit ohne Hut? Ohne Hut hatten wir, glaube ich, noch überhaupt nicht. Ja, aber ich mag ohne Hut auch nicht. Ich auch nicht, aber wir hatten's noch nicht. Ja. Oh, wir haben immer noch kein Besseres gefunden. Nee, leider nicht. Außerdem haben wir Zeitdruck. Also nichts, aber wir haben Zeitdruck. Oh nein. Oh nein. Dann kralle ich mir... Oh, Moment, ich kann das Kostüm wechseln. Dann kralle ich mir einfach mal wieder Ilia. Tu das. Und gib ihr den Taktstock. Ich habe Lust, den Taktstock zu spielen. Ja, das einzige 5er, also nehmen wir den. Und dieses Mal haben wir schon mal die Wüste vor uns. Eine Feuerbarriere. Eine Fee, eine Barriere. Ach, da ist die Fee, okay. Dann gehe ich erstmal die Fee holen. Also ich starte näher an der Fee. Dann geh du halt die Fee holen. Dann gehe ich nach Norden und kill da oben die Gegner, die so nah an unserem Hauptmann dran sind. Ja, das kann ich schauen. Besiege Link. Ja, das klingt nicht zu schwierig. Ich habe einen Goldscheiß Ralfos gefunden. Was war das denn? Come on! Stimmt, ich glaube, noch nie gehört. Ich achte wenig auf die Soundbites, die man da so hat. Kann es sein, dass Dinodorus anfällig gegen Donnerelementar sind? Keine Ahnung. Ich kenne mich nicht ganz so gut aus mit den verschiedenen Schwächen der die einzelnen sollten Gegner. Die sollten eigentlich gegen Wasser anfällig sein. Aber das ist krank viel Schaden, den die gerade nehmen durch meine Attacken. Ich denke mal, die Exalfos werden gegen Wasser sein und die Dinodorus sind dann wahrscheinlich gegen Blitze oder so. Du darfst nicht vergessen, dass du, was, Level 117 oder so bist? 115, ja, das stimmt. 115. Du bist auf einem höheren Level, als es hier Maximum-Level gewesen wäre, eigentlich. Ja, schon, aber das war wirklich krank viel Schaden, den die gerade genommen haben, das stinknormale Attacken. Außerdem ist hier oben Gairahaim und das Goldhuhn wurde gesichtet. Besiege es, bevor es zu spät ist. Vielleicht. Möglicherweise. Mal überlegen. Na, komm hier, Ralfos, tu was. Das zum Beispiel, das ist sehr schön. Zelda bzw. Ilia hat Gairahaim besiegt und von ihm Goldmaterial erhalten. Davon haben wir einige rote Truppen in unserem Hauptgruppen, damit es nicht zu gefährlich ist. Unfassbar, ja, diese Schande, bla bla. Das sind wahrscheinlich normale Truppen, aber man kann trotzdem nicht sicher genug gehen. Denk normale Truppen, ja. Yay, Magie voll bekommen. Außerdem ist einer von den Hauptleuten, die wir besiegen sollen, an unserem Hauptquartier. Wird wahrscheinlich gleich da reingehen. Wenn ich so hochgucke und dein Kostüm sehe, dann bereue ich schon, dass du es ausgewählt hast. Ja, ich mag ohne Hut nicht, vor allem weil die weißen Haare zu dem Kostüm einfach nicht dazu passen. Das erst recht nicht, ja. So, dann können wir die Wüstenburg-Festung hier vorne einnehmen, sobald ein paar Gegner hier vorne spawnen. Das übliche Problem. Das sollte übrigens die Stufe 3 Portal-Mission sein. Hier kriegen wir Stufe 3 Portal? Hier war's mal. Ach so. Ich denke, hä? What? Das ist halt wieder Copypasta aus der normalen Abenteuerkarte. Ja, stimmt, die sieht dieser Mission sehr ähnlich. Ah, mit Impa hier unten, mit den Eralfos. Das müsste, glaube ich, wieder Copypasta, auch mit dem Goldhuhn. Sollte, glaube ich, genau dieselbe Mission sein. Dann gehen wir mal die ganzen roten Truppen da vorne killen. Ist das hier überhaupt unsere Festung? Sind hier einfach nur viele blaue drin? Oder sind hier einfach nur viele rote? Hier sind aber noch viele rote drin. Ah, nur viele rote. Das ist eine Stoßtruppe, die hier rumsteht. Das Goldhuhn ist durch das Essen wieder mal etwas gewachsen. Was soll's ruhig. Sia, die Klippenrandfestung, aber gute Arbeit, Sia. Ja. Sia, mach das doch gerne. Damit hat Sia auch die Fee, mit der sie dann da oben später mal die Elementarbarriere entfernen kann. Ja, also man hätte ja wirklich wenigstens bei den, wenn man schon 3 unterschiedliche Kostüme Master Quest macht, dann auch die 3 unterschiedlichen Bilder einfügen können, die Sia auch hat. Also, das kann ich ja nicht mehr nachvollziehen. Spezialattacke! Ja, für einen Moment wollte ich mich wundern, warum sich die Gegner nicht bewegen, aber dann riefst du Spezialattacke! Hier unten drin ist ein Eralfos, der allerdings nicht übermäßig viel aushält. Ja. Nochmal Spezialattacke, dann sollte er tot sein. Hier, Kartoffelsack-Power! Bam! Ja, schauen wir doch mal, ob hier auch irgendwas drin ist in der Feuerbarriere oder ob die einfach nur Zeitverschwendung war. Ist so erfolgreich, weil die Feldmarschall wurde hervorgelockt. Sie war Zeitverschwendung. Hey, naja, nicht ganz, denn wir brauchen auf jeden Fall K.O.s. Ja, Massen gut, noch. Klar, aber... Ja, da vorne ist auch wieder die gleiche gelbe Truppe gesichtet, ja, die man hier in dieser Mission auch damals schon sichten durfte.
Und wir haben mit der Nimbus gerade gesprochen, weshalb sie jetzt zu unseren Armeen gehört. Bom, bom. So, ich überlasse dir mal den Kram da unten und gehe dann schon mal nach Norden hoch. Da kommt uns doch gerade schon mal wieder eine Stoßtruppe oder ähnliches entgegen, denn da sind rote Punkte, die sie anführen. Es ist eine Stoßtruppe, wie zu erwarten war. Ja. Ich hab vor langer Zeit auch. Oh, ich habe schon einen Diodorus getötet und jetzt kommen hier noch vier. Also hier ist die Dinodorus-Party. Die Dinodorus-Party, besiege die Dinodorus-Truppen. Ja. Das Goldum beginnt in der Nähe der Flussfestung zu essen. Das ist aber ungünstig, da müssen wir gleich ran. Ja, besiege das Goldum, bevor es zu spät ist. Oder ignoriere es geflissentlich, wenn es dir nichts tun will. Ja. Wie du mir, so ich dir. Ja. Geh nicht in dieselbe Festung oder auch selbst wenn du in dieselbe Festung gehst, greif einfach nicht an. Ja. Wenn es dich nicht angreift zumindest. Ja. Wenn es zu dir hinkommt, dann kannst du es wegschleudern. Ja. Dann solltest du auch wirklich gucken, dass es wegschleudert. Soll ich hier noch ein bisschen um den Kommandanten rumkämpfen? Ich bin bei 500. Ich bin bei 307. Dann sollte ich das vielleicht, ja. Wir haben danach nur noch zwei Festungen. Wenn ich den Festungskommandanten hier mal möglichst noch am Leben lassen. Wobei leider meine normalen Attacken bei dem Stock hin nicht mit einem Schlag die einzelnen Gegner töten können, was sehr unpraktisch ist. Das ist wirklich unpraktisch. Ich hoffe mal, ich töte nicht zwischendurch aus Versehen den Festungskommandanten, weil der Stab, ich wusste es mehr. Er streift halt sehr weit um dich rum, wenn du einen angreifst. Das ist wohl richtig. Jetzt dann nicht. Ich habe tatsächlich zwei von den Dinodorus einfach an mir vorbeigelaufen. Nur auf 343 KOs gebracht da oben. Ich hab nur 611. Können wir schon irgendwie hinkriegen. Ja. Diese Festung ist jetzt unser. Im Notfall müssen wir diese Mission sowieso zweimal spielen wegen Skulltulas. Ja, aber wir brauchen jetzt zumindest einfach die 1000 Kills Skulltula, die übrigens gerade gespawnt ist und ich gehe dann mal dahin. Ich wollte gerade sagen, am besten gehst du dahin, weil ich bin auf der anderen Seite der Karte. Ja. Wird ja wahrscheinlich wieder unten im Kerker sein, wie man sich dieses Netz so anguckt. Da vorne ist das Goldhuhn. Das frisst und frisst und sich fett macht. Aber ich wurde von einem Dinodorus gerammt. Le Goldhuhn. Geh weg, Dinodorus. Dun, dun, dun. Zahl! Da hat der Dinodorus gerannt und wird von dem Goldhuhn angegriffen. Warte, lass mich auf Deckung gehen. Okay. So, müsste auch in der Flussfestung noch mein Herzteil sein, das wir noch suchen. Weil alle anderen Festungen haben was. Das Goldhuhn ist durch das Essen weitergewachsen. Ja, da verpisst es sich ja gleich aus der Flussfestung. Wie schön. Hoffentlich. Er sollte dann normalerweise gehen und irgendeine von unseren Festungen reingehen, um da zu suchen. Hör auf, mich anzugreifen. Ah, das Goldschmied sucht anders, wo er ist, ist aber immer noch an meinem Arsch dran. Ja. Geh weg! Geh weg! Ah! Geh weg! Das hört nicht auf, das verfolgt mich immer noch. Okay. Das ist gar groß. Jetzt ist es stehen geblieben. Braves Goldhuhn. Liebes Goldhuhn. Bleib da hinten, Goldhuhn. Okay, jetzt greift es da draußen scheinbar Truppen an oder so. Ah! Sie hat die Flussfestung erobert. Ja. Meins. Deins. Meins. Deins. Meins. Ohne Hut. Ja, leider. Und ohne Maske. Ja. Ja, man sollte ein Viertelherz. Sie hätten dringend mit Maske, aber ohne Hut einbauen sollen. Ein Glück, dass man hier nicht 5 Herzteile für ein Herz braucht. Ja, zum Glück. Das wäre sehr irritierend. Das wäre ja auch dumm. Ich wollte gerade sagen, wäre eine völlig schwachsinnige Game Design Entscheidung. Ja. Boom, 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 boom. Oh mein Gott, der feindliche Hauptkommandant ist Link. Das Goldhuhn folgt mir immer noch. Verdammtes Mistvieh. Ich wollte das nicht irgendwo anders nach Essen suchen gehen. Ja, aber du hast gar groß. Ja, wie es aussieht. Goldhuhn, bist du immer noch da? Glaube nicht. Nee, es ist in der Flussfestung. Das ist gut. Ich bin bei 800. Ich bin bei 424. Gut, dann haben wir die 200 wieder zusammen. Dann kann ich ja jetzt anfangen, Link zu töten. Das fällt mir als Dunkelheit, ich bin nicht besonders schwer. Finisher! Ja, zum Glück. Das zweite da war mein Finisher. Sag mal, war nicht auf der Karte vor der Mission Ruto irgendwo angezeigt? Weiß ich könnte schwören, da war Ruto angezeigt. Daraufhin habe ich mir gedacht, ja, nimmst du mal irgendwie Blitzelementar. Also ich habe ich nicht gesehen, ich habe auch nicht darauf geachtet. Vielleicht habe ich Ruto mit Link verwechselt. Vielleicht. Offensichtlich habe ich das getan. Dinge, die passieren. Vielleicht wurde da Ruto angezeigt, weil wir gerade Link selber hatten. Und wenn du ja Link nimmst, kriegen die Gegner ja einen anderen Hauptkommandanten. Und Herzcontainer. Ja. Sieg, 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 Goldhuhn. Vielleicht liegt die Geschichte ergreifend daran, dass ich Link hatte. Das kann sein. Könnte tatsächlich sein. Da die dieselben Sprites ja nicht zweimal anzeigen, könnte das Geschichte ergreifend daran gelegen haben. Pling! Ich meine, die zeigen tatsächlich dieselben Sprites, aber auch teilweise zweimal an. Außerdem einen neuen Liebesballon bekommen und einen neuen Taktstock und einen neuen Kuriri-Stab. Woo. Und Girahims Umhang und ganz viel Müll. Yay! Außer Links Stiefel. Die können wir mal gebrauchen. Brauchen wir auch nicht. Ja, die brauchen wir noch, aber nicht so viel. Guck mal, ein Schwert. Das nicht das Master-Schwert ist. Ich wollte gerade sagen, was hat Link denn dafür ein unglaublich grottenhässliches Schwert?
Vielleicht das normale Ritterschwert. Weder der Einhänder noch irgendwie. Weiß nicht, mir ist das Design des normalen Level 1 Ritterschwerts einfach entfallen. Noch das Masterschwert. Ja. Ja, dann haben wir hier mal wieder eine Grabklauen-Aktion. Auch etwas, wo wir keinen Kompass für brauchen. Nicht so richtig, ne? Gut, dass wir davon genug gekriegt haben. Buddel. Eine neue Belohnung wurde freigeschaltet. Und Raserei-Mission ist das ja jetzt, okay. Ja, gut, das ist vielleicht jetzt ein bisschen Timing ungünstig. Was haben wir denn hier? Eine ganz normale Mission, was haben wir hier noch? Schatz auf dem Schlachtfeld. Ja, irgendeine werden wir anfangen. Ja, fangen wir erstmal da an. Dun-dun. Wir brauchen Ganondorf, aber Lichtelementar wäre gut, soweit ich das gerade gesehen habe. Ja. Nehmen wir mal wieder Ocarina of Time, weil schön. Weil schöner leuchten. Ja, weil schöner im Dunkeln leuchten. Wir haben keine mit. Doch, wir haben da unten welche mit 4 Sternen. Was haben die denn so? Maskeraden, ja, die sind Sternen generell durch. Besser gerüstet. Ja, doch. Für den Kampf. Dann ist bei mir mal wieder Eggie Time. Oh Gott, Eggie Time. Will ich das Kostüm wechseln? Nee, komm, wir bleiben im Emo-Outfit. Ja. Dann haben wir schließlich bezahlt. Pink mit Schwarz. Die Schlacht. Oh Gott, gegen 2 Fraktionen. Ja, dann auf dem Feld von Hyrule, auf geht's. Bei den gelben in der Festung die Lichtfee, aber die Lichtbarriere in der roten Festung. Okay. Das macht schon wieder viel Sinn. Okay, was Smash. Raw Cannon Punch! Ja gut, wenn du dich da oben drum kümmerst, dann gehe ich mal nach da links hin und kill die Truppen, die da vorne gegen unsere armen blauen Einheiten kämpfen wollen. Ja. Scheinbar machst du gerade schon irgendwie Finisher oder so. Ja, da war so ein Frostnacht-Server, der meinte mich angreifen zu wollen. Ist jetzt schon alles stehen geblieben hier vorne. Ja. Käfer Smash! Und Käfer! Wuh! Käfer Smash! Der Frostnacht-Schwärmer hier vorne stirbt relativ flott. Der Item-Transportsoldat wurde mit einem Item gesichtet. Ja, das ist das bestimmt ist was das, ganz was Item-Transportsoldaten so tun, ne? Ja. Wir wurden mit einem Schatz gesichtet, schon glaube ich. Aber Item auch gesichtet werden. Ist auch irrelevant. Was läuft denn hier vorne Rotes schon rum? Irgendein großer fetter Kommandant, der hier unsere Festung angreift. Ein Stahlmeister hier besucht. Vielleicht, wenn du den tötest, machst du alle gelben Truppen stärker. Ja. Ich lass ihn mal wahrscheinlich lieber noch in Ruhe. Geh schon erstmal rüber zu dem gelben Hauptkommandanten. Ja. Vorne greifen sie auch unsere Festung an. Das sind Stoßtruppen. Oh nein, Stoßtruppen. Ja, oh nein, sowas gefährlich. Wie die. Der Transportsoldat hatte so einen HP über. Und er hat sich dann wegteleportiert, die Sau. Frechheit. Cannon Punch! So, weg mit den Stoßtruppen. Außerdem fest auf den Bodenhauattacke. Und da ist der Frostnachtschwärmer mit Goldschweiß. Slowdown und Cannon Punch. Bum-ba-dum. Ich glaube, der Frostnachtschwärmer. Ach ja, stimmt, die sind ja auch verfeindete Fraktionen. Der Frostnachtschwärmer hier hat gerade ordentlich aufgeräumt in den roten Truppen. So lustig aus. Ja, ist doch immer schön. Trotzdem muss ich ihn leider angreifen. Vielleicht töten. Der ist Item-Transportsoldat neu gespawnt mit vollen HP. Jetzt ist er tot. Bum-ba-dum. Richtig. Wir haben Item-Transportsoldaten. Was hast du denn gegen die? Ich weiß nicht, ich hatte keine Lust, dass mir dieses blinkende Ding die ganze Zeit hinterherläuft. Aber, also habe ich einfach mal umgebracht. Und nochmal, Käfer-Smash. Der Hyrule-Hauptmann ist in Gefahr. Das also, geht mir so nah. Was sollen wir nur tun? Naja, am Hyrule-Hauptmann. Agnet hat den Schildmoblin besiegt, obwohl sie eigentlich nur einen Frostnachtschwärmer attackiert. Naja, ist nur ein Schildmoblin. Ist sowieso nicht viel wert. So, jetzt müsste das Hauptquartier von den Gelben gleich aufgehen. A Cannon Punch! 3, 4, Mission erfolgreich. Käfer-Smash. Aus Nacht schon erfolgreich besiegt. Dann können wir jetzt mal hier vorne den Stallmeister in die Luft befördern. Ah, es geht gar nicht. Wenn nicht. Ja, besiege den feindlichen Feldmarschelle. Ja, tun wir. Sind wir ja schon gerade Beispiel. Spezialattacke! Ja. Die hätte gerne einen Punch den Festungskommandanten nicht getroffen. Na, wie auch immer. War ein sehr ausweichfähiger Festungskommandant. Ja. Viertes Licht wurde von dir befreit. Ja. Jetzt hab ich's auch. Komm, du goldschweißiges Mist, wie ich stirb. Nochmal Spezialattacke. Dann müsste sich das hier vorne auch endlich gegessen haben. Und Riesentruppen, die sie hier vorne versammelt haben. Und ein Teil der Truppen von Garen rückt in Richtung deines Hauptquartiers vor. Die roten Truppen sind jetzt natürlich schon moral verstärkt, Mistviecher. Ups, dann bei der Orange Schaden. Finisher! Gehen den Frostnachtschwärmer Hauptkommandanten, der Feinde. Zeit für Insektenregen! Sind ja nicht die feindlichen Truppen, sind ja die anderen Truppen.
Ja. Die zwar immer noch feindlich sind, aber es sind andere immer feindlich noch die anderen Truppen. Ja. Also total notwendig und so. Ja. Soll es gleich mal in unser Hauptquartier gehen, weil da ist rote Party. Immer noch der Steinmeister-Kerl von eben, ja, den ich ignoriert habe. Blitzer! Ja, ne, dann würde ich sagen, sehen wir beim nächsten Mal, wir haben schon 3000 Punkte Schaden, ob ich unser Hauptquartier verteidigen kann gegen einen Goldschweiß-Stahlmeister, sowas Gefährliches. Ja. Bis dahin, see ya! Aloha!